in der kargen, sandigen Ebene des niederen Fläming, von der es im Volksmund heißt, reich an Korn, arm an Born, liegt Jüterbock. Vom Westen her gelangen wir durch das Dammtor in die Stadt, während im Norden das Zinnaer-Tor Einlass gewährt. An den Toren hängt das Wahrzeichen der Stadt, die Keule, letzter Zeuge einer Sage, die von einem Vater erzählt, der in tiefstem Elend zugrunde geht, da er schon zu Lebzeiten all seine Habe seinen Kindern vermachte. Eine Inschrift mahnt, wer seinen Kindern gibt das Brot und leidet nachmals selber Not, den schlagt man mit der Keule tot. In den 20er Jahren fuhr die letzte gemütliche Pferdebahn auf dieser Hauptstraße. Einst hieß sie schlicht Große Straße, unter dem Nazi-Regime dann Wilhelm-Kube-Straße und heute trägt sie das Standard-Aushängeschild der SED, Straße des Friedens. Beim Anblick der lieblosen Auslagen eines Konfektionsgeschäftes im Uniformenstil aller HO-Läden steigt in der Erinnerung das Bild einer der schönsten deutschen Trachten empor, einer Tracht, die ein geflügeltes Wort entstehen ließ. Die Schürze ist länger als der Rock, das Mädchen ist aus Jüterbock. Heute ist uns Jüterbock verschlossen. Die Stadt mit ihren fast 17.000 Einwohnern trägt den Stempel der unguten Gegenwart. Unversehrt hat das gotische Rathaus Krieg und Nachkrieg überstanden. Wie vor Jahrhunderten reckt es stolz seinen Ziergiebel empor. Hier im Jüterburger Rathaus entwarf 1813 der General Tauentzien die Pläne für die Schlacht bei Dennewitz. Der Sieg bewahrte Berlin vor neuer Besetzung durch Napoleon. Stadtmauerreste und alte Wachtürme, wie hier am Neumarkttor, künden von sturmbewegten Zeiten, die die Stadt erlebte. Vom Aufstand der wendischen Bevölkerung gegen die christlichen Siedler, vom Überfall Pommerns, vom 30-jährigen und dem 7-jährigen Krieg. Hoch über die Dächer Jüterbocks erheben sich die durch eine Brücke verbundenen Türme der St. Nikolai-Kirche. Die eine Turmhaube ist gotisch, die andere barock. Über den Anfängen des Kirchenbaues liegt undurchdringliches Dunkel. Doch haben Generationen an der Nikolaikirche gebaut und ihre Spuren hinterlassen. In dem Kirchenschiff erinnert noch heute der berühmt-berüchtigte Ablasskasten an Johann Tetzel, der 1517 durch das Tor Jüterbocks einzog, von den Einwohnern demütig begrüßt wie ein Erlöser. Hier in der Nikolaikirche stellte er das rote Ablasskreuz auf und gewann die Bürgerschaft mit dem Blendwerk seiner Worte: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Die Stimme Luthers aus dem nahen Wittenberg bewog ihn aber bald, die Stadt zu verlassen. Nicht so ins Auge fallend wie die Nikolaikirche ist die kleine, besinnlichere Mönchkirche, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts von Franziskanern erbaut wurde. Jüterbock, nur eine Stunde von Berlin entfernt, aber unerreichbarer als jede andere Stadt auf der Welt.